Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Who Am I? Und hier in dieser Podcast-Reihe geht es um die Frage, wer sind wir Menschen in unserer wahren Essenz? Und heute bei mir zu Gast ist Tanja Schlömer. Ganz herzlich willkommen, liebe Tanja. Wie schön, dass du da bist. Hallo Judith. Ganz, ganz herzlichen Dank zuallererst mal für die freundliche Einladung und auch ein liebes Willkommen an deine Hörer und Zuschauer. Schön. Tanja, du bist ein Jenseitsmedium und du hast diese Fähigkeit auch schon wirklich von Kindheit an, also hast von klein auf einfach viel mehr wahrnehmen können als die meisten von uns. Du machst auch einen eigenen Podcast zu diesem Thema und hast auch an einer wissenschaftlichen Studie mitgewirkt, an der Eriams-Studie. Ja. Und in dieser Studie ging es darum, Belege für ein Leben nach dem Tod zu dokumentieren. Und die Eriams-Studie hast du gemeinsam mit deiner Kollegin Bettina Sowirode gemacht und mit Professor Dr. Oliver Lazar, der dann für das Wissenschaftliche zuständig war. Der war ja in meiner letzten Podcast-Folge zu Gast. Also das heißt, wer Interesse an dieser Studie hat, der kann sich die letzte Folge nochmal angucken, die ich auch verlinke. Und bevor ich aber jetzt mit dir richtig in das Thema einsteige, erstmal die obligatorische Frage, who am I? Also wer bin ich? Wie beantwortest du diese Frage für dich? Ganz kurz und knackig, unsterbliche Seele. Sehr schön. Tanja, ein Jenseitsmedium. Ich könnte mir vorstellen, dass gar nicht jeder was damit anfangen kann. Was können wir uns darunter vorstellen? Was machst du ganz genau? Erzähl doch mal ein bisschen. Sehr gerne. Als Jenseitsmedium ist es quasi meine Aufgabe, den Klienten, der zu mir kommt, Beweise für ein Leben nach dem Tod zu geben. Das bedeutet, dass in den meisten Fällen kommen ja Trauernde zu mir, Menschen in einer Trauerkrise oder Menschen, die auf der Suche sind und sich fragen, gibt es da noch was? Wo ist mein Verstorbener? Wenn ich den Kontakt aufnehme, bin ich sozusagen in der Beweispflicht. Das bedeutet, ich bringe Beweise für ein Leben nach dem Tod, die ganz vielfältig sein können, die aber den Verstorbenen betreffen. Also wie war sein Charakter? Wie hat er vielleicht ausgesehen? Was gibt es für gemeinsame Erinnerungen? Was ist typisch für ihn? Wie ist er bestattet? Also was da an Dingen kommt oder an Beweisen kommt, ist extrem vielfältig. Und das ist meine Aufgabe als Jenseitsmedium. Okay. Kannst du uns denn vielleicht erstmal erklären, was nach dem Tod überhaupt passiert? Weil ich könnte mir vorstellen, dass dir das ja wahrscheinlich auch viele Seelen, die eben diesen Körper verlassen haben, darüber einiges erzählt haben. Also ich glaube, ganz wichtig ist zu verstehen, dass wir alle Seele sind. Ne? Also auch du und ich, wenn wir jetzt inkarniert sind, wir sind vom Grund her alle Seele. Und für die Verstorbenen oder die, ja, verstorben sind sie ja eigentlich nicht, sondern sie wechseln ja eigentlich nur ihre Daseinsform. Es wird mir ganz oft beschrieben wie ein Nachhausekommen. Ein Nachhausekommen in wirklich, so, ich sag mal, zum Ursprung. Ne? Und wie das der jeweilige empfindet, ist aber auch immer wieder komplett unterschiedlich. Ich habe gestern noch so eine wunderschöne Sitzung gehabt. Der Herr sagte zu mir, also wenn ich gewusst hätte, dass danach echt noch was kommt, ich hätte mir gar nicht so in die Hose gemacht. So waren wirklich seine Worte. Was mir passiert, ne? Also weil er war im Sterbeprozess sehr ängstlich, er war in der Krankheit sehr ängstlich und er war total erlöst und erleichtert und sagte, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es mir selber gar nicht so schwer getan. Und seine Frau bestätigte das auch und sagte, ja, er hat einen ganz schweren Sterbeprozess auch gehabt. Und das erlebt aber auch wirklich jeder Verstorbene anders. Darum kann man da keine pauschale Antwort, glaube ich, so geben. Also was ich ja schon ganz oft von Menschen gehört habe, die ein Nahtoderlebnis durchlebt haben, dass die eine Rückschau erlebt haben, eine Rückschau ihres Lebens und teilweise auch wirklich dieses
unglaubliche Licht gesehen haben, was eben diese ja allumfassende Liebe beinhaltet. Du spielst auf die Rückschau an, ne? Ja, genau, auf die Rückschau, genau. Erfährt das jeder oder ist das eben auch sehr individuell? Die Rückschau ist tatsächlich, die macht jeder durch, ne? Mhm. Also, um das mal zu vereinfachen, ich sag mal, wenn wir sterben, wir sind nie alleine. Abgesehen von deinen lieben Vorausgegangenen, die du hier auf, ne, die vor dir schon die Erde verlassen haben, hast du natürlich auch einen Geistführer. Du hast ein Team aus Geistwesen quasi an deiner Seite, auch in deinem Leben schon. Und die begleiten dich natürlich auch mit. Nicht nur im Sterbeprozess, sondern auch schon im Leben. Und wenn du dann deinen Körper verlassen hast, ist es so, dass jede, ich sage jetzt mal Seele, eine Rückschau hat auf das Leben. Also es wird dann wirklich mal so frei von Bewertungen und Meinungen und Urteilungen auf dein Leben geguckt und du siehst dein Leben nochmal. Denn es steht ja übergeordnet auch immer ein Plan. Du hast ja für diese Inkarnation so einen grob gesteckten Plan, was du erfahren möchtest auf der Erde, in dieser Inkarnation, was für Themen du durchleben möchtest. Und man schaut sich dann da ganz sachlich sein Leben an. Und das Spannende daran ist, dass dir nicht nur die Zusammenhänge klar werden, warum sind manche Dinge in meinem Leben so passiert, wo hätte ich eine andere Wahl treffen können, wo hätte ich es anders machen dürfen, sondern du siehst auch, und das finde ich persönlich immer das ganz Spannende, was dein Verhalten, egal in welcher Situation, mit den Personen gemacht hat, die daran beteiligt waren. Also vielleicht bin ich jemand, der mal kaltschnäuzig mit jemandem umgeht und denkt gar nicht darüber nach, was macht das mit dem Menschen, sondern denkt so, ach ja, der kann man schon ab, ne? Wenn er nicht ab kann, muss das ja sagen. Und in meiner Rückschau werde ich dann später als Beispiel auch das fühlen, was er in diesen Momenten gefühlt hat. Und du glaubst gar nicht, wie viele dann mit Aussagen kommen oder mit Entschuldigungen auch, dass ihnen das nicht bewusst war im Leben, dass sie sehr unbewusst gelebt haben, nicht nur mit sich oder auch im Umgang mit anderen. Und das ist dann schon immer ganz spannend und ganz bewegend. Das kann aber mitunter dann auch ganz schön heftig sein, oder? Also selbst wenn es überhaupt keine Bewertung in dieser geistigen Welt gibt, aber alleine, dass man das durchlebt und erfährt, ich sag mal, je nachdem, wenn man jetzt hier so ein, wenn man vielleicht sogar einen Krieg angezettelt hat oder sondergleichen, dann wartet da ja schon einiges auf einen, oder? Und das ist auch das, wo ich dann immer sage, also es gibt ja immer so Theorien, gibt es Himmel, gibt es Hölle und, ne? Und das ist immer was, wo ich sage, ach, wir schaffen uns unsere Hölle schon selber. Also nicht nur hier auf der Erde, sondern ich zum Beispiel denke mir bei manchen Dingen wirklich so, du musst das später, überleg dir gut, wie du jetzt antwortest oder wie du bist, weil du wirst es später, wirst du es eher leben und wirst auch fühlen, wie der sich fühlt. Und ne, mach dir bewusst, dass du jetzt schon dein Später kreierst. Weißt du, wie ich meine? Ja, absolut. Also ich finde, das weckt auch bei uns nochmal dieses Wissen oder sollte aus meiner Sicht bei uns auch nochmal so ein gewisses Bewusstsein für ein anderes Miteinander schaffen. Ja, und ich finde auch eine gewisse Demut dem Leben gegenüber. Ja, absolut. Hm. Diese gewisse Demut, ich glaube, die stellt sich sowieso von alleine ein, wenn man so einen Einblick hat in verschiedene Schicksale, weil ich habe es ja doch auch immer mit knackigen Schicksalen zu tun. Und man wird schon demütig. Erstmal, weil man das alles erleben darf, aber auch, weil ja einem manchmal die eigenen irdischen Belange dann doch so, ne, weißt du, wo du manchmal einfach denkst, ey komm, ne, es gibt wirklich Schlimmeres. Es gibt wirklich manchmal Schlimmeres, als ob, weiß ich nicht, die Frisur gerade nicht sitzt oder so. Okay, aber das heißt, diese Rückschau passiert. Mhm. Dann hattest du ja auch eben von dem Geistführer gesprochen. Mhm.
der uns hier schon während der Inkarnation begleitet und der dann aber auch, wenn wir sozusagen hinübertreten, auf uns wartet. Und ich glaube, da können wir ihn ja dann auch spätestens richtig wahrnehmen. Stimmt das so? Also er begleitet dich mit rüber, ne? Also im Prinzip ist es so. Ich hoffe, ich ufer nicht zu weit aus, sonst korrigiere mich oder sonst sag Bescheid. Du wechselst ja nur die Schwingungsfrequenz, ne? Mhm. Und es ist einfach nur ein Rübergehen, bei dem er dich begleitet, dass, ne, die Frequenz ändern. Und dann wird dir einfach bewusst, denke ich, dass er schon die ganze Zeit da war. Also es ist einfach wirklich dein Bewusstsein, es erweitert sich quasi nochmal. Keiner, der rübergeht, ist erleuchtet. Also es ist nicht so, ne, dass nur weil, also mir sagte letztens jemand, nur weil ich tot bin, Schlömi, bin ich jetzt nicht erleuchtet. Und ich dachte, cool. Aber so ist es, ne? Also es ändert sich im ersten Step gar nicht mal so viel, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Wir werden freier von der Bewertung her. Wir urteilen nicht mehr. Wir fangen vielleicht an zu verstehen, dass alles einen größeren Sinn hat. Aber so diese Ich-Persönlichkeit oder beziehungsweise so Charaktermerkmale und, die haben die Seelen in dem Sinne dann schon noch. Ne? Also mit anderen Worten mal so gesagt, bitte entschuldige meine Wortwahl, wer im Leben ein Arsch war, den Jenseitskontakt auch so beweisen. Also all das müssen die natürlich auch erstmal für sich sehen, wie war ich, was habe ich gemacht, ne? Also man ist nicht gleich der Liebste von der Welt oder vom Universum, nur weil man seinen Körper zurückgelassen hat. Aber du hast gerade gesagt, oder zumindest habe ich so verstanden, dass wenn man den Körper verlassen hat, dass dann die Bewertungen aufhören. Genau. Aber wenn du jetzt sagst, jemand, der jetzt hier nicht gerade der Liebste war, also für mich hat ein, also jetzt natürlich bewertend gesagt, ein schlechter Charakter sehr viel mit den entsprechenden Bewertungen zu tun. Oder? Also irgendwie. Lass mich kurz ja. überlegen, wie ich es anders erkläre. Also für mich als Medium ist es ja so, ich bin ja in der Beweispflicht, ne? So sage ich das mal ganz salopp, ne? Und du merkst natürlich schon, dass wenn jemand durchkommt, der im Leben jetzt wirklich ein schwieriger Charakter war, dass der extrem viel an Liebe mitbringen will und klar machen möchte, hier, pass auf, ich weiß, ich war im Leben ein Trottel. Ich weiß, ich habe das Leben schwer gemacht und es tut mir leid, ne? Aber er muss sich natürlich in dem Sinne auch beweisen. Also wenn ich dir jetzt nur sagen würde, pass mal auf, da ist dein Opa und der Opa sagt, der hat dich lieb, dann würdest du sagen, wissen Sie was, Frau Schlimmer, das weiß ich schon alleine. Und wenn ich dir dann sage, aber der Opa, der hat immer so lieb mit dir gespielt und du sagst, den Teufel hat der getan, ja, der hat mich durchs Haus gejagt oder so, dann ist das ja kein Beweis. Das heißt, er muss mir seinen Charakter geben und auch er erinnert sich natürlich an seine Inkarnation. Ne? Mhm. Es ist nicht alles gleich puff und weg, nur weil man verstorben ist. Was da ist, ist, stell dir die Rückschau vor und du siehst, oh weia, das war nicht, oh, das hätte ich anders machen dürfen. Mhm. Aber die geißeln sich nicht selber, sondern die Seele weiß auch in dem Moment, okay, das war meine Inkarnation. Das war das, was ich lernen wollte. Okay, das ist nicht so gut gelaufen, aber sie weiß halt auch, dass das wiederum, weil alles läuft ja auch zusammen, ein Erfahrungswert war, den vielleicht der Hinterbliebene, der an dieser Situation beteiligt war, mitmachen wollte. Also, um dran zu wachsen, die Seele auf der anderen Seite der Existenz weiß dann also, hier geht es um Erfahrungen und das ist der Sinn dahinter. Mhm. Und das ist das, was meiner Meinung nach uns hier im Leben ganz oft fehlt. Dieses einmal von oben drauf gucken und verstehen, egal wie widerspenstig das Leben manchmal mit uns ist oder egal wie ungut es manchmal für uns im Außen zu sein scheint, alles hat einen Sinn. Und spätestens auf der anderen Seite erkennen wir den. Und so wie ich das bisher wahrgenommen habe, also es geht ja immer um Erfahrung und es geht immer darum, mehr Bewusstsein zu erlangen. Genau.
Ne? Also das heißt, wenn uns schwierige Situationen hier begegnen, also versuche zumindest immer, mich dann zu fragen oder das Leben zu fragen oder die geistige Welt zu fragen, was darf ich aus dieser Situation lernen? Weil ich bin der tiefen Überzeugung, dass uns das Leben, auch wenn es manchmal überhaupt nicht so scheint, immer, immer, immer dienen möchte. Wir müssen halt nur versuchen, die Lektionen richtig zu verstehen. Genau, sehe ich genau wie du. Dein Leben ist immer für dich. Also es sind wir in unserem, ja, manchmal begrenzten Bewusstsein, auch in unserem Ego, das manchmal schreit, nee, das kann jetzt aber nicht sein, das ist unfair. Aber es ist, so sehe ich das auch, immer, ja, nicht immer alles eine Praline, aber immer alles ein Geschenk, an dem wir wachsen dürfen und an dem wir gucken dürfen, was will mich das lernen. Ja. Gibt es denn so etwas wie Universalbotschaften, also Botschaften, die uns vielleicht alle dienen können, die du häufig aus der geistigen Welt von den verstorbenen Seelen hörst? Jetzt weiß ich auch, was du meinst. Ich habe bei Universalbotschaften gedacht, weil ich erst sagte, ich hoffe nicht, dass du meinst, so auf alle passende. Ach so. Wenn ich jetzt mal so eine Quintessenz ziehe aus all den Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich erstens noch nie was Negatives gehört habe. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig zu betonen, dass kein Verstorbener durchkommt, weil er dir was Negatives will, sondern weil es immer und im Grundsatz um Heilung geht. Ne? Mhm. Selbst wenn mir der Klient sagt, oh nee, das ist mein verstorbener Opa, den will ich nicht haben, weil der war böse zu mir und der Opa will sich entschuldigen, dann ist eigentlich die Heilung ein ganz großes Thema und der Hinterbliebene hätte Möglichkeit für sich, dieses Thema auch nochmal aufzuarbeiten. Also es geht im Grunde, oder universal gesagt, ist denen da drüben immer ein ganz, ganz großes Anliegen, dass wir unser Leben für uns nutzen. Dass wir gucken, was ist für mich wichtig. Was fühle ich, was möchte ich? Also ich höre so oft, nimm dir mehr Zeit, tu die Dinge, die dir wirklich gut tun, achte auf dich, nimm diese Dinge im Außen gar nicht so für wahr, wo wir ganz häufig ja doch einen ganz großen Fokus drauf legen. Weißt du, wie ich meine? Ja, absolut. Also das heißt wirklich die Aufforderung, auf das eigene Herz zu hören. Absolut. Und auch bei sich selber zu bleiben. Wir sind ja so oft im Außen. Ne? Wir schimpfen so oft über den Nachbarn, über die blöde Freundin, über den Chef, über sonst wen. Aber eigentlich lenkt das nur von uns ab. Ja, ne? Also was und sind natürlich auch gedanklich und auch gefühlt ganz oft bei den anderen, sind damit beschäftigt oder natürlich schlechtestenfalls, wie kann jemand nur dies, das, jenes, ne, und zermartern uns darüber das Hirn, anstatt wirklich sich zu fragen, was tut mir jetzt gerade gut? Ja, oder was sind deine Träume, ne? Wo willst du hin? Also wie oft sagt man, oh nee, also eigentlich würde ich ja gerne auswandern, aber mache ich nicht. Und begrenzt sich schon im Kopf, anstatt mal zu gucken, was kann ich für meinen Lebenstraum machen. Ne? Ja. Und das ist so das, was ich empfinde, das immer, egal was kommt, auch immer als extrem ermunternd und bestärkend. Also ich habe noch nie zweifelnde Botschaften durchgeben, ne? wo jemand sagt, oh, das schaffst du eh nicht. Sondern es ist wirklich immer sehr bejahend für den Klienten, sehr unterstützend. Also das heißt, es braucht niemand Angst vor so einem Jenseitskontakt zu haben. Absolut nicht. Ja. Also es kommt okay, das ist ja auch toll. Weil ich meine, ich kann mir ja vorstellen, dass vielleicht manch einer Hemmungen hat, weil es vielleicht zu Lebzeiten bestimmte Dinge gab, die eben nicht im Reinen waren. Aber so wie du das jetzt beschreibst, geht es ja dann offensichtlich wirklich immer um Liebe oder wie du sagst, um Heilung. Es geht um Verständnis, um Vergebung. Und ich meine, das fand ich ja auch so toll bei eurer Studie, kam ja auch wirklich raus, dass selbst für Menschen, also es kommen ja auch Menschen zu dir, die gar nicht daran glauben, dass es so einen Jenseitskontakt gibt. Genau. Und die das nachher als sehr, sehr, sehr tröstlich empfunden haben. Erstens, dass sie der
wirklich, dass sie gesagt haben, es gab glasklare Belege und das als sehr tröstlich empfunden haben. Und das finde ich einfach großartig, dass man überhaupt nicht daran glauben muss, um mit dieser Erkenntnis dann aus so einer Session rauszugehen. Jetzt hatte ich gerade den Faden, ne? Und jetzt ist er weg. Aber ist tatsächlich so, genau, ich greife mal vorne an, wo du sagtest, keiner muss Angst haben. Muss wirklich keiner. Also da kommt keiner von der anderen Seite und macht buh. Ne? Ich denke mir manchmal, ich würde es so gerne machen, weil ich einfach diesen, ja, weil ich einfach diesen Humor habe. Und ganz wichtig ist auch die geistige Welt hat Humor. Also auch die Verstorbenen, die in der Sitzung durchkommen, ne? Ganz oft geht es auch um Humor und um Leichtigkeit. Und ich weiß aber tatsächlich auch, ich hätte das nie gedacht, aber ich habe wirklich vor ein paar Jahren mal einen Klienten hier gehabt, der war ganz erstaunt, als der hier reinkam und in mein Büro kam und sagte, wie? Ist ja ganz normal. Ich sage, wie jetzt ganz normal? Er sagte, ich habe gedacht, wir gehen jetzt in den Keller. Ich sage, bitte? Also ich habe echt gedacht, will der mich veräppeln? Ich sage, wie kommen Sie denn auf die Idee? Ich habe gedacht, dann ist der Raum abgedunkelt, wir machen Kerzen an. Also, nee, ich sag, ist schon ganz normal. Also es ist so Gruselfilme. Es ist noch gar nicht so verbreitet und manche glauben wirklich, ich schmeiße mit Knochen oder da kommt einer aus der geistigen Welt und will mit denen abrechnen. Nein, es geht denen nicht um Abrechnen, es geht denen auch nicht um Schuldgefühle machen, sondern es geht denen wirklich darum, dass die Seele des Hinterbliebenen Heilung erfahren darf und ja, vielleicht auch die Sichtweise sich ein bisschen ändert, ne? Denn oft ist so ein Schicksalsschlag ja auch richtungsweisend oder viele öffnen sich ja erstmal für ihre eigene Spiritualität aufgrund dessen, dass sie einen schweren Schicksalsschlag hatten. Ja, schön. Ach so, noch eine ganz, eine Frage, von der ich weiß, dass sie dir ganz oft gestellt wird. Wo ist das Jenseits? Du hast ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet, aber ich fände es ganz schön, wenn du das nochmal so ganz klar aussprichst. Klar, das Jenseits ist genau hier. Es ist genau um uns rum. Also viele Menschen denken ja immer, das Jenseits ist da oben, da hinten oder irgendwo fern, ne? Oder es ist ein Ort. Also wie jetzt, ich sitze in Bottrop, wo sitzt du? In Berlin? Ja. Genau. Also viele denken ja immer, es ist dann so ein Ort wie Bottrop oder Berlin, aber tatsächlich reden wir ja nur über einen Schwingungszustand, über eine Feinstofflichkeit. Wir sind grobstofflich, das Jenseits ist feinstofflich und es ist genau um uns rum, nur in einer anderen Schwingungsfrequenz. Mhm. Kannst du vergleichen mit dem Radio. WDR4, sofern es das noch gibt, hat eine andere Frequenz als WDR1. Ja. Und es ist doch auch so, dass die Seelen auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal, multidimensional sind. Absolut. Ne? Die können eben gleichzeitig in, ich sage jetzt mal, bei den Lieben in Berlin und in Bottrop und genau. Auf Hawaii sein. Ne? Genau. Das Schöne ist, also wirklich, die sind multidimensional. Und das Schönste, ich gebe immer gerne ein Beispiel, was mir dann mal passiert ist, war auf einem medialen Abend vor Publikum, dass der Verstorbene, ich glaube, es war tatsächlich der Großvater seiner Tochter, die im Publikum war, über den Enkel erzählte und genau bekannt gab oder erzählte, was der Enkel gerade machte. Und sie konnte das ja gar nicht bestätigen, weil der war ja nicht dabei, ihr Sohn. Und dann sind die nach Hause gegangen und es war exakt genauso, sogar zu derselben Uhrzeit. Also ich glaube, ich habe ihr die Botschaft um 19.30 Uhr gegeben und um 19.30 Uhr hat er genau das gemacht, von dem der Opa gesagt hat, ich beobachte ihn dabei. Und ich finde, tollere Beweise kann es einfach gar nicht geben. Ne? Ja, absolut. Und das heißt aber auch, wir können keinen Menschen beziehungsweise keine Seele verlieren. Wir werden uns alle sozusagen auf dieser anderen Schwingungsfrequenz im Jenseits wieder treffen. Genau. Und ich meine, es ist ja auch so, dass ja nur ein Teil unserer Seele hier inkarniert ist. Der andere oder ich sag mal, der größere Teil unserer Seele ist ja sowieso in der geistigen Welt. Genau. Du bist hier ein Aspekt, also ein Seelenaspekt. Man kann auch sagen, also ich vergleiche das mal mit einem Granatapfel, ne? Wenn du dir vorstellst, der Granatapfel ist die Vollseele
Und jeder Granatapfelkern ist ein Seelenaspekt. Und du bist halt ein Kern. Also du bist hier als ein Kern, als die Judith auf der Erde inkarniert. Und wenn du zurückgehst zum gesamten Granatapfel, dann bleibt halt Judith mit ihrer Ich-Persönlichkeit auch in diesem Granatapfel. Und jeder andere Kern ist halt eine andere Ich-Persönlichkeit, die zeitgleich, vorher, nachher dann wieder inkarniert. Und all eure Erfahrungen gehen in den Granatapfel ein. Und ja, das ist die Vollseele. So erklären sich dann auch Rückführungen und so. Ja. Und in der geistigen Welt gibt es ja auch Zeit und Raum gar nicht. Absolut richtig. Das ist ja jetzt hier nur in Materie, dass wir eben in Zeit und Raum leben. Genau. Und ja, einfach ein super spannendes Thema. Ich finde es auch immer wieder toll. Ja, ne, es ist einfach so faszinierend, vor allen Dingen, weil, ja, ich finde, das sind einfach so ganz essentielle, elementare Fragen. Und ich wundere mich immer, dass in unserer Gesellschaft so wenig darüber gesprochen wird. Also ich finde, das müsste doch eigentlich Thema Nummer eins auch in den Schulen sein. Tatsächlich, ja, sehe ich das ähnlich. Also ich finde das so ein wichtiges Thema und mich begeistert das auch immer wieder. Ne? Ich werde da auch nicht müde von, dass ich jetzt sage, oh, ich mache das schon so lange oder ich spreche doch da jeden Tag drüber. Aber ich finde, wenn man das mal verstanden hat, dann macht es das um ein Vielfaches, es macht es nicht schöner. Also wir können unsere Trauer nicht wegreden oder wegdiskutieren, nur weil wir sagen, oh, es geht ja weiter, um Gottes Willen. Ne? Aber man bekommt ein anderes Verständnis, eine andere Demut fürs Leben und auch, ich glaube, eine andere Achtsamkeit. Mhm. Und ne, ein globales, größeres Verständnis, weil letztendlich geht es ja auch immer um was Größeres. Ja. Hast du noch Angst vorm Tod? Nee. Also ich bin mal ganz ehrlich, ich habe keine Angst vorm Tod. Ne? Aber die einzige Frage, die ich mir immer stelle, ist natürlich, wie sterbe ich? Also ich glaube, da geht es mir wie jedem anderen. Ne? Man möchte natürlich leicht rübergehen und nicht krank werden und am besten schnell. Ne? Aber ja, das ist dann so eher meins, ne? Angst vorm Sterben, aber nicht, nicht davon darüber zu gehen. Ne? Ja. Ja, es geht mir ganz genauso. Tanja, das war super, super spannend. Ganz, ja, ganz lieben Dank, dass du uns so ausführlich berichtet hast von deiner Arbeit und von all deinem Wissen. Ich fand das ganz, ganz großartig und ich glaube wirklich, dass das für viele Menschen unglaublich trostspendend und sehr hoffnungsgebend ist. Und das hoffe ich. Ist einfach wunderschön. Vielen Dank und das ist genau das, was ich hoffe. Also ich bin genau wie du der Meinung, wir sollten viel, viel mehr darüber reden. Es müsste viel präsenter noch werden. Ja, absolut. Schön. Ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen und teilt das Video auch gerne. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst oder wenn ihr den Kanal abonniert. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.